Bei uns im Red Room kommen alle vorbei, die irgendwie wichtig sind für unsere Live-Show am Samstagabend. Und da darf natürlich ein Coach nicht fehlen. Und das ist der Stress. Way, jetzt geht's los. Live-Show. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich glaube, ich soll mich nicht so viel Sorgen machen. Jetzt ist los mit dem Talent und ich glaube, sie haben Druck. Eben, weil deine Girls habe ich bereits auf dem Sofa gehabt und die sind alle schon ganz hibbelig, wenn man das irgendwie so ausdrücken kann. Musst du die noch ein bisschen oben abholen oder findest du, das braucht es genau? Nein, ich würde mit sie reden, weil ich will, dass sie sind fokussiert und ich habe eine von meinen Girls in einer von den Lives, The Battles, sie war so nervös, dass sie hat ein paar Dinge gemacht, die waren wirklich falsch und ich weiß, ich muss mit sie reden. Und was kann man dagegen machen? Das ist so ein bisschen Nervosität, merken wir jetzt so ein bisschen, ist ein grosses Thema, aber gehört glaube ich auch halt dazu in diesem Job. Ja, es ist einfach, dass diese Girls und diese Talents sind zum Beispiel für den ganzen Tag, sie sind am Warten. Und dann fängst du auch vielleicht manchmal zu denken, ich will so gut machen, was kann ich verbessern? Und manchmal, wenn du versuchst, etwas zu verbessern, machst du es schlechter. Du hast auch immer gesagt, ich weiss, zum Beispiel gerade bei der Deborah, ich weiss, was noch in ihr steckt. Ich weiss, dass sie noch mehr kann. Hat sie das bis jetzt rausholen oder hast du aus ihr rausholen? Das, was du uns allen versprochen hast, dass du noch weißt, was in ihr steckt? Ich muss sagen, Deborah ist eine schwierige. She's a tough cookie. Und ich war sehr froh, dass sie ist in diese Sing-Along-Song gegangen mit den drei anderen, weil dort sie hat gezeigt eine andere Seite von sich und etwas mehr sanft und ich finde, dass ich bin immer ein Fan von seiner Energie, seiner Stimme und ich hoffe, dass es wird klappen dieses Mal. Als ich deine Ladies gefragt habe, was erwartet das Stress von euch, dann haben sie gesagt, er wird wahrscheinlich sagen, don't fuck up. Oder? Und ist es das oder gibt es noch etwas anderes? Es gibt keine, wie zu sagen, in Musik und in was wir machen, es gibt keine Entschuldigung. Du machst es richtig oder du machst es falsch. Mhm. Und speziell in diesen Momenten, wenn es geht los, du musst rennen und richtig schnell rennen und wenn du zu langsam bist, bis da hinten. Und das ist einfach das Leben und es ist ein bisschen tough, aber nur die Stärke können überleben in diesem Business. Du hast uns versprochen, du wirst The Voice of Switzerland gewinnen mit jemandem von deinem Team. Du hast gesagt, du hättest den most sexiest Team. Du hast also wirklich grosse Ansagen gemacht. Ja, ich rede viel Scheiß, wenn der Tag lang ist. Und wir hören alles, wenn der Tag lang ist. Unsere Kameras werden nie ausgeschaltet. Eben, grosse Worte, bist du nach wie vor auf dieser Schiene oder heute findest du so ein bisschen, ja, jetzt warten wir mal ab. Nein, ich bin sehr, sehr, wie zu sagen, confident in mein Team und ich glaube, dass ich habe wirklich gute Leute, aber nicht nur das, ich habe sehr gutes Talent. Ich kann mich vorstellen, dass, aber wenn ich höre das, ich weiß, dass es wird schwierig. Ja, eben für die, die es jetzt vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, während wir hier reden, wir sind gerade angrenzend an die Halle und dort wird im Moment geprobt. Was mich noch interessiert, die Nicole, die ist ja doch, kann man sagen, so ein bisschen in dieser Favoritenrolle, wenn man auch ein bisschen die Medienberichte ja, mitverfolgt. Das heisst so ein bisschen, wow, Nicole, die könnte... Da kann ich wieder sagen, hey, hast du gesehen, wie viele Klicks und wie viele Likes diese Frau hat gehabt? Mhm. Und hast du gesehen, wie wenig die anderen gehabt haben? What's up? Ja, what's up? Je länger das Gespräch geht, desto lauter wird auch das Stress wieder, oder? Aber wie hast du das Gefühl, geht Nicole selber mit dem um? Ich glaube, es ist ihr egal. Sie ist sehr fokussiert und wir haben geredet und sie macht Musik seit so lang. Und wenn du machst Musik seit so lang, wenn du bist jung, du hast so viele Hoffnungen und so weiter. Ich glaube, sie hat die Zeit gehabt, enttäuscht zu sein. So, sie ist sehr realistisch und sie weiß, okay, ich muss meinen Job gut machen. Okay, ich kann viele Likes oder Klicks haben, aber das heißt nichts. So, ich glaube,
Nicole ist wirklich am Boden und weißt du, sie hat zwei Kinder zu Hause, einen im Buch. Sie hat andere Sorgen als die Klicks oder Likes und ich weiß nicht was. Gut, aber es wird definitiv so sein, auch bei der Nicole, dass sie am Samstagabend bei der ersten Live-Show wird 100% geben. Und ja, wir werden mitfiebern mit dir und deinem Team und dann werden wir es sehen. Es ist im Moment noch alles offen und dann schauen wir, wer wie viele Likes und Klicks und Hits und was es alles noch gibt, wird haben. Wow! Wiki, 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 wow!